Genau, nee, ganz kurz. Also, ich bin vielleicht nicht ganz so bekannt. Ich bin Theresa, ich bin von Schwertspiel. Und so als kleiner Disclaimer: Ich habe auch selber sehr lange nicht mehr gerungen, aber das, was ich zum Ring gemacht habe, das werde ich euch heute gerne weitergeben. Also, mein eines Ziel ist es, dass ihr einen kleinen Einblick bekommt in das Ring nach Liegnitzer und nach Auerswald. Das heißt, es wird sozusagen ein bisschen technisch. Und der andere Aspekt, den ich euch eigentlich gerne vermitteln will, ist, dass Ring Spaß macht und dass es halt nicht nur irgendwie was für die großen und starken Menschen ist, sondern dass das auch ja, für alle eine coole Bereicherung sein kann. Und das heißt, es wird auch so ein paar spielerische Elemente einfach geben. So als kleine Frage, wer von euch hatte noch nie in seinem ganzen Leben irgendwas mit Ringen zu tun gehabt? Okay. Und wer hat zumindest mal so ein bisschen gerungen? Okay, und wer ist voll der Ringexperte? Okay. Also, wenn die Experten dann Anmerkungen haben zu irgendwas, gerne. Genau. Also zuerst so als kleine Einordnung zu den Quellen. Also der Liegnitzer, der ist in der 4408 mit überliefert, also dem Pseudo-Peter von Danzig, das rote Buch von Dirk Hagedorn, was sicherlich die meisten von euch kennen. Und der hat so ungefähr Mitte des 15. Jahrhunderts gelebt. Kann man daran sehen, weil in der Quelle eben drin steht, dem Gott gnädig sei. Und wenn das drin steht, dann ist die Person tot. Und da die 4408 ungefähr Mitte 15. Jahrhundert ist, ist er da eben tot. Genau, ganz grundlegend, das ist eine Textquelle, sind insgesamt 17 Stücke, also relativ überschaubar und ein paar Brüche zu den Stücken dazu. Genau, dann die zweite Quelle, die wir uns heute anschauen, ist der Fabian von Auerswald. Der ist circa 100 Jahre später. Seine Ringkunst, die wurde, ist ein Druck aus Wittenberg. Und der Fabian von Auswahl, der war Ringmeister am Sächsischen Hof. Also das heißt, dieses Buch gehört eindeutig in den höfischen Kontext. Es ist eine Textbildquelle. Die Stiche stammt von Lukas, also aus der Werkstatt von Lukas Cranach, also relativ berühmt. Also das Buch muss damals sehr, sehr teuer gewesen sein, wahrscheinlich. Und sind insgesamt 85 Ringstücke verzeichnet, also wesentlich länger und komplexer, also jetzt im Vergleich zu Liegnitzer. Ganz allgemein gilt so Fabian von Auerswald so als ein Vertreter vom geselligen Ring, also einen Ring, was halt keine bösen Gelenkhebel kennt, was irgendwie keine Tritte in irgendwas kennt, was nicht mit Brüchen arbeitet, sondern was sozusagen dafür gedacht ist, dass man sich halt in der höfischen Kunst übt. Und worum es mir heute geht, ist, dass wir sozusagen anhand von zwei Stücken von jedem mal so schauen, inwiefern gibt es vielleicht Unterschiede, gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Fechtbüchern, Fechtmeistern. Genau. Ein paar haben sich zwar in der Mittagspause bewegt, aber nicht alle, mich eingeschlossen. Deshalb würde ich gerne mit einer kleinen Erwärmung starten, wo wir zum einen ein paar Elemente mobilisieren und auch ein bisschen ja, die Muskeln aufwärmen. Beim Ring wird viel an den Arm gezogen, aber die Kraft kommt eigentlich ganz viel aus den Beinen und aus dem Torso. Das heißt, darauf wird so der Fokus liegen. Ja, macht euch Platz. So. Genau. Genau. Das hatten wir heute Morgen schon. Wir fangen in der tiefen Hocke an, lassen die Hände an den Füßen und versuchen dann mal aufzustehen und uns wieder hinzusetzen. Wir treten ein bisschen naja, in so eine Art Sumo-Stand, machen einen Squat, gehen wieder hoch, leicht heben die Fersen an, ganz hoch, nach unten, bisschen hoch, Fersen hoch, ganz hoch. Ja, das geht in den Fechthosen immer nur so semi-gut. Ich habe
Stimmt, das macht so tief, dass die Hose nicht kaputt geht. Okay, wir lockern kurz die Beine, gehen runter auf den Boden und lassen die Knie nach rechts und nach links fallen. Sehe hier so eine leichte Dehnung merkt. Also ich werde nicht extra irgendwie Trinkpausen machen, aber Ringen ist anstrengend, also trinkt, wann ihr es benötigt. Wenn ihr euch mit irgendwas unwohl fühlt, dann nehmt euch raus, macht nichts, was euch wehtut und achtet, da es eben Ringen ist, ganz besonders auf euren Partner oder eure Partnerin einfach. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Würdest du empfehlen, dass uns Partner in der gleichen Gewichtsgruppe sind? Genau, also das wäre jetzt mein nächster Hinweis auch gewesen, dass ihr bitte für die Übungen natürlich jemanden ungefähr einer ähnlichen Gewichts- und Körpergröße sucht, aber halt auch eine Person, mit der ihr euch wohlfühlt. Also wenn ihr euch mit einer super fremden Person nicht wohlfühlt, die aber die perfekte Größe hat, dann sucht vielleicht doch eine andere Partnerin oder einen anderen Partner. Wir bleiben hier so sitzen, stellen die Knie schön auf und bewegen unseren Arm einmal schön über unseren Körper nach hinten. Gehen wieder nach vorne. Okay, wir bleiben auf dem Boden, gehen in den Vierfüßlerstand, nehmen die Knie leicht hoch, stecken unser Bein einmal rechts und links unter den Körper durch. Ja, bitte. Genau. Könnt ihr mal sehen. Ja. Wir bewegen uns einmal nach oben, schütteln uns kurz aus, machen uns kurz sauber, strecken uns weit nach oben, gehen dann nach unten zum Boden, laufen nach vorne, kommen in eine Plank, tippen einmal rechts, einmal links an die Schulter und laufen wieder zurück. Und strecken uns wieder schön hoch. Okay. Wir machen so die Schultern ein bisschen warm, indem wir so eine Art Ägypter-Move machen. Das heißt, wir drehen unsere Schulter ein zu beiden Seiten. Es geht nicht nur zu den Seiten, sondern auch nach unten, zur Seite und nach oben. Wir machen so die Ellenbogengelenke ein bisschen locker und warm, indem wir die Arme zur Seite nehmen und dann quasi per Anhalte fahren. Also vorne Daumen nach unten, hinten nach oben. Und das gleiche quasi noch einmal andersrum. Yeah.
Machen mit den Handgelenken weiter, einfach locker die Unterarme aufeinander legen, locker in alle Richtungen bewegen. Bisschen kippen, ganz leicht dran ziehen, aber alles schön vorsichtig. Handgelenke sind empfindlich. Genau. Machen mit den Fingern weiter. Wir drehen jeden Finger einzeln einmal in alle Richtungen. Das ist am Anfang auch eine lustige Koordinationsgeschichte, da ein Gefühl für zu kriegen. Und wir bringen die Finger locker zusammen, schieben die gegeneinander auf, drücken ganz leicht so, dass es angenehm ist, noch nach unten. Gehen wir auseinander. Machen mit dem Genick weiter. Wir ziehen ganz, auch hier ganz vorsichtig nach rechts, nach links, nach vorne. Bringt da, also finde ich es sehr angenehm, wenn man die Ellenbogen quasi so ein bisschen nach vorne zusammenbringt. Wir kümmern uns noch mal kurz ein bisschen um die Handgelenke. Wir gehen auf den Boden, machen eine Faust. Achtet darauf, dass ihr euer Handgelenk nicht irgendwie abknickt, sondern dass das stabil bleibt. Wir laufen um unsere Faust wirklich vorsichtig nach vorne und nach hinten. Und das gleiche mit der anderen Hand. Auch hier schön darauf achten, dass es stabil ist, das Handgelenk. Okay. Sehr schön. Eine kleine Sache noch für die Fußgelenke. Wir drehen auf dem Boden locker jeweils über die Fußaußenkanten. Schönen großen Kreis. Genau, und die andere Seite. Okay. Ja, ich hoffe, ihr seid ein bisschen wach, ein bisschen mobil, ein kleines bisschen warm. Wir fangen jetzt mit den also zwei Grundpositionen an, zwei neutralen, aus denen wir heute jeweils arbeiten werden. Ich nehme mal Mara, sozusagen, darf heute mein Dummy sein. Also das ungefähr, was bei Auerswald nach dem Vorwort und nach dem Foto, also nach dem Bild auf der zweiten Seite steht, ist, steht er aufrecht, kannst du alles mit ihm machen, weil dann fällt er einfach um. Steht er tief, dann wird es gefährlich. Dann musst du gucken, dann musst du dir was überlegen. Das heißt, die Grundposition ist wirklich so ganz leicht in den Knien locker, die Hüfte zum Gegner, zur Gegnerin ausgerichtet. Und ja, die Knie zeigen ein bisschen nach außen. Das ist einfach, also nicht hier nach innen fallen, das ist nicht gut für eure Knie. Und aus dem Stand mit geraden Rücken, also nicht sowas, wenn du mal übertrieben das hier machst, je schiefer sie steht, desto besser komme ich hier irgendwo rein. Und das möchte man gerne vermeiden. Wenn hingegen der Rücken heiß aufrecht bleibt, dann ist es wesentlich schwieriger, da irgendwie sie zu verdrücken, runterzuziehen. So. Genau. Aber bevor wir dazu kommen, strecken wir erstmal alle, also die Arme dann aus. Unserem Partner, unserer Partnerin. Ein Arm ist innen, ein Arm ist außen und bei ihr ist das genauso. Und insofern ist es halt eine neutrale Position, weil keine von uns beiden hat jetzt irgendeine
Dominanz, sondern wir sind neutral. Und aus der Position versucht ihr euch jetzt einfach mal ganz entspannt ein bisschen zu bewegen. So, drückt man ein bisschen, schiebt man ein bisschen und versucht zu destabilisieren. Also ihr habt im Wesentlichen die Möglichkeit, nach unten zu ziehen. Ihr habt die Möglichkeit, nach hinten zu schieben, zu ziehen. Oder auch, wenn Mara jetzt zum Beispiel drückt, einfach mal nach hinten zu gehen. Das sind so die Möglichkeiten, die ich habe, um sie zu destabilisieren. Das Problem ist, sie versucht das ja genauso. Und so versucht erstmal damit zu spielen. Also was kann ich mit meinem Arm, mit meinem Körper machen, um meine Partnerin, meinen Partner aus ihrer neutralen, stabilen Position zu bringen. Also sucht euch eine Trainingspartnerin, einen Trainingspartner, fasst euch an und bewegt euch. Es gibt immer eine Seite, die sich angenehmer anfühlt. Und ihr könnt natürlich auch zwischenrein immer mal wechseln. Weil das sind alles Aspekte, wo ihr sozusagen eine neue Dynamik in die Situation reinbringen könnt. Genau. Sonst, die Übung bleibt gleich, plus den Griffwechsel. Ja, ja, nee, ist gut. Ist doch richtig. Ja, ja. Okay. Ziel erreicht, alle Korchen. Okay, also der Workshop geht noch eine Weile, ne? Also macht euch nicht so sehr kaputt. Die zweite Position, aus der wir heute arbeiten werden, die wird jetzt ein bisschen kuscheliger. Ich kenne das als Overhook, Underhook, also das heißt, eine Hand kommt sozusagen ans Schulterblatt, die andere kommt über den Arm und ich fasse entweder hier an oder ja, was ich halt gut erwische. Hier kann ich halt an ihrem Arm ziehen, das zusätzlich ist als Element zu manipulieren. Und ich habe hier mit der Hand, die unten ist, die Möglichkeit, ich kann zum Beispiel hier auch mal an die Hüfte runtergehen, da ein bisschen von mir wegdrücken und aufziehen. Oder aber ich kann halt mit meinem Kopf sie drücken und ziehen. Das heißt, ich habe sozusagen nochmal ganz andere Manipulationsmöglichkeiten, ihre Position, wenn ich hier so nah stehe. Wichtig ist nochmal, das habe ich vorhin aufgeschnappt, ich weiß nicht, ob ich es deutlich genug gesagt habe, also das Ringen kommt aus dem Bein und kommt aus dem Körper. Das heißt, wenn ihr runtergeht, dann macht es mit dem ganzen Körper, mit dem ganzen Bein. Wenn ihr verdrückt, nehmt die Hüfte schön mit. Aufgabe bleibt die gleiche. Probiert euch mal in der Position aus. Auch hier könnt ihr jetzt natürlich gleich von Anfang an auch die andere Hand mit dazu nehmen und probieren. Also auch die geht von beiden Seiten. Ja, also schnappt euch wieder euren Partner, eure Partnerin. Geht in den Overhook, Underhook und probiert mal, wie ihr da manipulieren könnt. Genau. Ah ja, ich glaube, du kannst besser, wenn du hier, ja, und da kannst du dann nämlich wunderschön ziehen. Also welche Hand nimmt, muss ja runterziehen. Genau, die Hand, die außen ist, geht am besten zum Runterziehen, weil wenn du schaust, die, an der kann ich ein bisschen ziehen, aber nicht so gut, und die Hand, die außen ist, da kann ich richtig schön um ihren Arm rumgreifen und damit kann ich super runterziehen. Und was siehst du mit der Hüfte? Genau, die Hüfte. Die nehme ich mit der Hand, die unten ist, weil mit hier der, wie du siehst, da komme ich nicht so gut ran, da verdrehe ich mich selbst. Aber mit der, die innen ist, habe ich hier schön Platz und kann da auch drücken, wenn ich das möchte. Genau. Weil ich jetzt ein, zwei Mal gesehen habe, natürlich liegt es nahe, wenn man so rumspielt, dass man auch mal irgendwie reingeht, jemanden werfen möchte, was auch immer. Sprecht das vorher bitte miteinander ab, wenn ihr ja, wenn ihr alle beide das könnt, das beherrscht und wisst, was ihr tut, auch wie ihr fallt, könnt ihr das gerne mit integrieren. Wenn ihr das nicht könnt und beherrscht, dann tut es bitte nicht. Wir werden heute auch keine Niederwürfe machen, weil wir haben hier keine Matten. Ich habe auch nicht die, also wir haben auch nicht einfach die Zeit, um in Ruhe wirklich eine Fallschule zu machen. Und das, ich möchte einfach, dass ihr sicher aus dem Workshop wieder rausgeht. So. Also beachtet das auch, wenn ihr zusammen ringt.
Genau, jetzt wird es nach dem anstrengenden Teil erstmal ein bisschen technischer. Yes. Genau. Aber du kannst auch gerne noch ein bisschen weitermachen. Ne? Genau, wir fangen mit dem ersten Stück nach Liegnitze an. Es ist ein Ring aus dem ersten Fassen. Also wir sind sozusagen in unserer ersten neutralen Position. Was ich hier mache, ist, ich löse meine rechte Hand und werfe ihren Arm nach oben und trete selber rechts ein in dem Moment. So, dass ich richtig schön nah dran stehe. Ich habe hier ihren Arm weitgehend blockiert mit meiner rechten Hand. So, also sie kann jetzt ja, mir ein bisschen am Kopf rumtätscheln, aber ist okay. genau. Und das ist jetzt noch nicht super fies. Aber was jetzt gleich eklig wird, ich kann mal sozusagen mit meiner linken Hand meiner rechten zur Hilfe und drehe mich auf meine linke Seite und bringe sie so zu Boden. Also ich mache es nochmal ein bisschen dynamischer. So, jetzt ist sie nicht über meiner Schulter gelandet. So, also ich rutsche hier quasi in ihre Achsel rein mit meiner rechten Schulter, rechten Hand, trete dabei auch vor an ihr rechtes Bein, halte hier mit meiner linken ein bisschen fest, dass sie wirklich ja nicht rauskommt und dann drehe ich mich einfach zu meiner linken Seite und als würde ich quasi mein Knie zum Boden bringen und sie da einfach mit reinrammen wollen. Ein bisschen das ist in dem Fall tatsächlich besser, wenn du vor ihrem Fuß bist, weil du sonst drehe ich irgendwie hier so in ihre Kniekehle rein. Genau. Es steht tatsächlich in der Quelle nicht so präzise drin, sondern nur spring zu ihrem linken Fuß mit deinem rechten. Aber ich finde, es geht besser, wenn man so sozusagen davor steht. Genau. Also, ja. Ich bin auch Linkshänderin, funktioniert genauso. Also du kannst die, alles was aus der neutralen Position startet, kannst du tendenziell zu beiden Seiten machen. Genau. Fragen noch zur Technik? Sonst würde ich euch jetzt einfach mal ausprobieren lassen. Also neutrales Passen mit der äußeren Hand. Ihren Arm hoch, rein und die Drehung. Genau. Ich laufe rum, ich erkläre, wenn was schief geht. Genau. Ja, cool. Kurzes Feedback, wie hat es so funktioniert? Hattet ihr das Gefühl, okay, mit ein bisschen Strugglen, ja, läuft, funktioniert? Okay. Ja, also wie gesagt, was mir jetzt beim Rumgehen aufgefallen ist, das Wichtige ist, beim Ring macht die Räume eng. Also die Technik funktioniert eher schlecht, wenn ich halt hier so stehe. Dann hat Mara viel zu viel Platz noch irgendwie, und sei es mir ins Gesicht zu hauen und mir auf den Nerv zu gehen. Also das ist, genau, also macht wirklich, wenn ihr ringt, ihr wollt da ran. Je mehr ihr dran seid, das ist eigentlich wie Bild der Bindungsarbeit beim Schwert. Wenn ihr das Schwert vom anderen fühlt, dann wisst ihr, wo der ist oder wo das Schwert ist sozusagen. Und beim Ring ist genau das gleiche Prinzip. Und das andere ist, es kommt darauf an, die Struktur zu brechen. Also es kommt nicht immer darauf an, dass die Person jetzt auf dem Boden liegt sozusagen, sondern es kommt erstmal auch darauf an, dass ihr halt in der besseren Position seid. Und wenn dann halt ich sie nur ein bisschen verdrehen kann, aber es halt nicht schaffe, sie zu Boden zu kriegen, ja, so what? Kann ich super anders weiterarbeiten. So. Ja, also das wesentliche Moment ist wirklich auch dieser Strukturbruch. Genau. Weil ihr, weiß noch nicht, technisch zu kompliziert genug ist, machen wir jetzt quasi einen kleinen Sprung 100 Jahre später zu Fabian von Auerswald. Ich nehme immer sicherheitshalber auch meinen Zettel dazu, damit ich beim Erklären nichts vergesse. Das Stück heißt Die Schwäche des Arms. Also bei Liegnitze sind die Stücke nur nummeriert, bei Fabian von Auerswald haben die fancy Namen. Wir fangen auch wieder aus dem ersten Fassen an. Und wir fixieren sozusagen mit unserer Hand, die außen ist, ihre Hand ganz nah am Handgelenk. Es geht am besten, wenn ihr auch hier schon so einen leichten Drive reingibt, ihr merkt, okay, da ist schon ein leichter Strukturbruch zu sehen.
So. Das Ganze wird noch besser, weil ich dann nämlich mit meiner linken Hand noch mitziehe. So. Und das wäre schon, ist eigentlich schon super Position, um irgendwie weiterzuarbeiten. Und der Ausweit nutzt es dann, um quasi zu hintertreten. Hier mit den rechten Beinen ums linke und hier an den Hals zu gehen. Bitte auch hier beginnen an den Hals. Macht es langsam. Wirft die andere Person nicht Schwumpfe auf den Rücken. Also das ist sozusagen der Niederwurf, der dann daraus folgen würde. So wirfst du ihn auf den Rücken. Das ist der letzte Satz zu dem Stück. Das wollen wir jetzt natürlich nicht machen. Wichtig ist mir vor allem dieser Strukturbruch hier und dann hintertreten. Und dann, wenn ihr den Ansatz schon habt, da werdet ihr merken, okay, da braucht es dann nicht viel, um die andere Person zu fallen, weil es ist halt ein Hebel, der hier übers Bein läuft. Genau, also ich zeige es nochmal ein bisschen dynamischer. So. Aber macht es wirklich sozusagen schrittweise, weil mir ist das auch beim Arbeiten aufgefallen. Wenn man zum Beispiel hier den Handhebel nicht sinnvoll am Anfang setzt, dann interessiert es die andere Person jetzt nicht wirklich, dass man den macht. Aber wenn man halt wirklich darauf achtet, hier so eine leichte Drehung reinzubringen, also ich mache das, indem ich quasi meinen Ellenbogen zu meinem eigenen Körper ziehe. Und dann habe ich hier die andere Hand und dann komme ich hier auch gut hinter ihr Bein. Also weil, wenn ich sie halt schon hier in meiner Nähe habe, wenn ich übertrieben gesagt hier bin, und dann hier hintertreten will, bin ich selber in einer schlechten Struktur und Position und Mara kann mich einfach umschubsen im dümmsten Fall. Also wichtig ist wirklich hier schon den Eingang sinnvoll zu machen und alles andere ist dann auch wieder cooler Bonus, aus dem man weiterarbeiten kann. Ja? Tatsächlich zählt das noch unter die Gesellige. Fies ist dann wirklich, wenn du, also das hast du beim Kampfring nach Liegnitzer, das ist ein Beinbruch, das ist ein Armbruch, so, dann ziehst, also dann exponierst du halt irgendwie was und dann, bumm, geht's einmal von unten gegens Gelenk. Also ganz übertrieben gesagt, das ist dann das Kampfring oder Kriegsring. Aber ich würde auch sagen, die Grenzen sind da durchaus fließend, weil wenn du gerade jetzt hier am Hals irgendwie manipulierst oder am Ellenbogen, sind immer fragile Körperteile, wo es unangenehm ist. Aber es gehört tatsächlich noch in den Kontext des geselligen Ringens, auch wenn es sich fies anfühlt. Tatsächlich habe ich so ein paar fiese Techniken ausgesucht, weil ich festgestellt habe, das funktioniert auch als kleine Person ganz gut. Also solche Hüftwürfe zum Beispiel waren für mich immer super schwierig. Aber alles, wo ich am Arm manipulieren kann, kann ich auch als eine Person, die sozusagen weniger wiegt als zum Beispiel meine Gegnerin, mein Gegner, ganz gute Ergebnisse erzielen. Und deshalb ist es jetzt ein bisschen mies. Genau. Sonst noch Fragen zur Technik? Wo greifst du den Arm, wenn du das hier gemacht hast, der zweite Schritt, greifst du von oben oder von unten? Tatsächlich ist es nicht so genau beschrieben. Ich greife das, wo ich gut rankomme. Also ich meine, klar, wenn man hier so irgendwie cool das oberhalb vom Ellenbogen erwischt, dann fühlt sich das, also hat man halt eine schöne Halterung. Wenn man hier unten es erwischt, ist es natürlich flutschiger einfach vom rauskommen. Genau. Ja. Also ich kann dann auch hier, das ist in der Quelle, es ist so gemeint, dass es dann hier so festhält. Das ist ein bisschen unangenehmer, wenn man halt so diesen Tyrannosaurus macht. Und für mich war es angenehmer, wenn ich jetzt wirklich das hier so drücke und dann erst fixiere, wenn ich es brauche. Wenn ich das Gefühl habe, okay, sie wird es hier rausziehen oder mein, dann komme ich halt sozusagen, dann fasse ich nach. Aber für diese erste Bewegung reicht da der Move. Okay, ja dann, probiert euch mal aus, gerne. Und seid vorsichtig mit den Handgelenken, bitte, voneinander. Wie war jetzt so eure Erfahrung? Hat es bei irgendwem dann so funktioniert, dass ihr dachtet, ah ja, cool? Oder war es eher so, oh mein Gott, das ist doch Rocket Science und nicht Ringen? Also, ja? Ich glaube, es gibt einmal das Problem, dass wenn wir vorsichtig fechten, ringen, auch aus Fetzgründen, wir den Moment verpassen, Überraschungsmoment, ja.
die Geschwindigkeit, die dann plötzlich kommen muss, weil letztendlich beschäftigen wir ja jemanden, um eigentlich abzulenken, was wir gegen uns spielen. Ja. Ja, das stimmt. Also das ist so ein Krux, den werden wir bei einer Technik auf jeden Fall auch nochmal ganz massiv zu spüren bekommen. Oder zumindest habe ich das bei der Erarbeitung zu spüren gekriegt, dass wirklich ganz, wenn die andere Person darauf vorbereitet ist und hart steht, wie sie hart steht, dann wird es natürlich schwierig. Da muss ich mich einfach viel mehr bei den Strukturbrüchen bemühen. Und je mehr ich mich bemühe im Zweifelsfall, desto mehr hält die Person dagegen, das definitiv. Und was auch immer, also was mein Eindruck beim Erarbeiten jetzt war, also ich meine, im Grunde genommen basieren beide irgendwie auf so Hebelgeschichten, dass man an den Armen manipuliert. Aber für mich war Ausarbeiten immer viel komplizierter, da überhaupt erstmal den richtigen Eingang zu finden, bis ich dann irgendwie da war, wo ich sein wollte, als jetzt irgendwie bei Liegnitzer, wo ich, okay, dann verdrehe ich den jetzt halt und irgendwie habe ich ihn schon. Ich weiß nicht, ging es euch auch so ähnlich oder... Den Eingang auf jeden Fall empfehlen, überhaupt erstmal die Hand zu sichern. Also, das fand ich auch absolut. Ja, nichtsdestotrotz werden wir uns noch zwei weitere Sachen gerne angucken. Es geht wieder weiter mit Liegnitzer und jetzt sind wir sozusagen wieder in der Kuschelmensur, wo wir in der neutralen Position sind. Liegnitzer beschreibt, dass er beide Arme unten hat. Also, sozusagen, das Mara ist jetzt meine Gegnerin, die mich angreift und sie hat beide Arme unten. Und jetzt kommt was super Einfaches. Es ist egal, welche Hand ich nehme. Ich nehme jetzt mal hier die rechte, zeige das erstmal kurz von hinten. Ich gehe halt zu ihrem Oberschenkel oder Hintern. Guckt da bitte, was für eure Partnerin, euren Partner okay ist. In der Quelle steht Hintern, aber ich... Ne, und auf der anderen Seite gehe ich hier wieder zum Hals. Und dann habe ich einfach einen sehr kleinen Hebelpunkt, aber im Grunde genommen einen sehr simplen Hebel, wie ich quasi aus dieser Position auch sie auf den Rücken werfen kann. Auch hier, ihr seht, mit wenig Druck am Hals kann man sehr viel Struktur brechen. Macht auch hier bitte wieder vorsichtig. Es kommt wirklich, auch hier, das geht von beiden Seiten, also es kommt auf diesen Drehpunkt um den Körper an. Wichtig ist, dass ihr halt dabei selber euch natürlich nicht in der Struktur brecht. Das heißt, ihr bleibt tief und legt nur den Oberkörper so ein bisschen nach vorne. Ganz simpel eigentlich. Also unten ziehen, oben drücken, bumm. Fragen dazu? Ja. Also im Idealfall lässt du los, bevor du hinterherfällst. Die Alternative ist halt schon, also wenn du jetzt sozusagen fällst, dann bin ich ja trotzdem oben und habe im Zweifelsfall immer noch die Hand auf dem Hals. Und kann dann hier irgendwie fixieren oder einen Choke gehen oder was man halt so kann oder auch nicht. Oder im Zweifelsfall, also Liegnitzer, der macht dir dann mit dem Dolch weiter, ziehst einen Dolch und stichst zu. Genau. Aber im Idealfall würde ich jetzt geht's nicht bis zum Niederwurf machen, weil das wird immer messy. Okay, sonst noch Fragen? Gut, dann probiert mal. Okay. Wie hat jetzt die Technik so funktioniert? War das wieder etwas intuitiver oder war das auch so? Ja? Ja. Also ich glaube, ich finde halt auch, dass das hilfreich ist, wirklich immer, wenn du irgendwas am Hals, am Kopf oder an dem Gelenk manipulieren kannst, das ist halt immer was, wo du sehr gut irgendwie dir zumindest Zeit verschaffen kannst, weil die andere Person dann instinktiv eigentlich erstmal irgendwie darauf reagiert. Und selbst wenn du dann halt nicht den perfekten Niederwurf kriegst, ist es immer irgendwie was, wo du erstmal Distanz wieder zwischen rein hast, weil wenn dich jemand halt wirklich hier irgendwie so lockt, ist das sehr unangenehm. Und da dann irgendwie rauszukommen, ist es zumindest erstmal eine schöne Sache, irgendwie an den Hals ranzuarbeiten. Das hatten wir auch gerade noch als Eingang. Also
wenn mich Mari jetzt sozusagen lockt, dass ich dann hier irgendwie mit meinem Kopf erstmal verdrücke und mir wieder Platz schaffe, damit ich dann halt die Hand entsprechend dazwischen kriege. Das ist sozusagen die Möglichkeit, wenn es sozusagen schon zu spät ist. Genau. Okay, ich würde gerne noch ein letztes Mal die Köpfe und Hände und Arme zum Rauchen bringen mit einer letzten Technik aus dem Auerswald. Heißt, was ich heb, das lege ich. Ich finde den Namen irgendwie so schön. Aber tatsächlich ist es so eine Technik, also da muss wirklich der Moment stimmen, damit die gut funktioniert. Genau, also ich nehme mal meinen Zettel dazu, damit ich nichts vergesse. Wir sind auch hier wieder in diese, im nahen Fassen, also ein Arm oben, ein Arm unten. Und hier ist es jetzt wichtig, dass der Impuls vom Gegner bzw. der Gegnerin kommt. Und zwar, das, was wir nämlich gerade hatten, sie zieht uns zu sich. Also sie versucht irgendwie hier den Abstand zu verkürzen. Das ist der Impuls, der sehr unangenehm ist für uns, aber den wir sozusagen in dem Fall brauchen, um die Mensur zu verkürzen. Wenn Mara mich sozusagen zu sich zieht, dann hintertrete ich links. Also das ist sozusagen diese Bewegung, dieses Ranziehen, links hintertreten. Und jetzt wird es kompliziert. Im gleichen Moment gehe ich unten an ihr Bein und heb das Bein hoch und versuche sie dann über mein Bein zu werfen. Und was hier wirklich das Ding ist, wenn ihr volles Gewicht auf diesem Bein steht, dann kann ich da dranhängen, wie ich möchte. Und wenn ich zu weit wegstehe, dann komme ich hier auch nicht dahinter. Und deshalb ist es, glaube ich, halt dieser Impuls so wichtig, meines Erachtens nach. Und was dazu kommt, ihr müsst so eine Art, also ihr könnt euch das vorstellen wie so eine kleine Tauchbewegung. Also ihr kommt sozusagen, geht in die Knie, greift hier unten rein und kommt dann wieder hoch, ganz übertrieben gesagt. Weil wenn ich jetzt hier versuche, sie nur aus dem Arm zu ziehen, dann wird es nicht funktionieren. Wenn ich das natürlich dann auf dem Bein mache und sie gut draufsteht, funktioniert es trotzdem nicht. Aber genau, also ihr seht das Problem an dieser Übung. Ich wollte sie trotzdem gerne mit reinnehmen, um halt auch zu zeigen, auch die Stücke, die in den Fechtbüchern beschrieben sind, haben halt eben ihren Kontext, haben halt ihre Schwierigkeiten. Und es ist halt sozusagen wichtig, dass der Kontext stimmt, so wie beim Fechten, sonst funktionieren die Stücke nicht. Das ist genau das gleiche Prinzip beim Ring. Also wir sind sozusagen im dritten Fassen. Mara versucht mich ranzuziehen. Ich hintertrete und ziehe dabei im gleichen Moment das Bein hoch. Also wie gesagt, ich habe die Technik auch nie so befriedigend hingekriegt, dass ich mir denke, das ist die Go-To-Technik. Deshalb würde ich das auch ein bisschen als ein Experimentierfeld jetzt auch für euch überlassen. Also was ist euer Moment? Wie tief müsst ihr rein? Wie kommt ihr gut runter? Probiert euch da mal aus. Und wenn ihr da einen coolen Hinweis für mich habt, bin ich da auch dankbar. Ja, Fragen noch dazu? Ja. Du meinst, wenn sie zu groß ist, geht es eigentlich fast manchmal sogar besser, weil ich mehr Angriffsfläche am Bein habe. Genau, und weil ich anders Schwerpunkt bin. Also wenn ich jetzt hier klar am Bein stehe, kann ich hier vielleicht eher ins Knie rein und habe irgendwie seinen Schwerpunkt blöder. Und das ist manchmal für ihn unangenehmer. Also es gibt auch Techniken für kleine Menschen. Also dann ist es einfach sinnvoll, auch mal tief zu sein. Also es ist gar nicht so ein Nachteil. Ich hoffe, es war okay. Ja. Genau. Genau, ich zeige es noch einmal. Also, ihr seid im ersten Fassen. Ihr kriegt von eurer Gegnerin den Impuls, die zieht sich ran. Ihr nutzt es, um reinzugehen. Im gleichen Moment sozusagen das Bein hochzunehmen. Und dann kann ich sie, nachdem ich sie gehoben habe, sanft hinlegen. Genau, Overhook, Underhook. Der Impuls kommt sozusagen, dass der Weg verkürzt wird und in dem Moment, also genau, also übertrieben gesagt, das ist wirklich so eine Bewegung.
Genau. Genau, also das ist, glaube ich, wichtig, weil wenn Mara steht, wie sie steht und überhaupt nicht irgendwie, dann kriege ich ihr Bein absolut nicht hoch. Also dann steht sie voll drauf. Aber wenn sie sozusagen zu sich zieht, dann verschiebt sich das Gewicht im Idealfall ein bisschen auf ihr hinteres Bein, wodurch das vordere halt locker steht. Ja, das geht natürlich auch. Ja, also so ein bisschen so einen Bulldozer-Move zu machen. Genau, das funktioniert natürlich auch. Danke für den Hinweis. Genau. Ja. Aber es ist eigentlich ein Overhook, Underhook. Gut. Dann probiert's mal aus. Okay. Also, ihr habt gesehen, Ringen kann von sehr effektiv zu sehr komplex und sehr situativ eigentlich gehen, so wie halt jedes andere Fechten und jede andere Waffe auch. Das ist. Danke für euer Mittun und auf Einlassen.